Der Mensch sagt, werde ich, wenn ich erst einmal gestorben bin, wirklich wieder lebendig hervorgebracht werden? Gedenkt der Mensch denn nicht, dass wir ihn zuvor erschaffen haben, da er noch nichts war? Und sie werden sagen, sollen wir etwa, wenn wir bereits Knochen und Überreste geworden sind, denn wirklich als neue Schöpfung auferweckt werden? Sag, seid Steine oder Eisen oder etwas Erschaffenes von der Art, die in eurer Vorstellung noch schwerwiegender wäre. Dann werden sie sagen, wer wird uns ins Leben zurückbringen? Sag, derjenige, der euch das erste Mal erschaffen hat. Dann werden sie vor dir die Köpfe schütteln und sagen, wann wird das sein? Sag, vielleicht wird es bald sein. Am Tag, da er euch rufen wird und da ihr mit seinem Lob antworten und meinen werdet, ihr hättet nur ein wenig verweilt. O ihr Menschen, wenn ihr über die Auferweckung im Zweifel seid, so haben wir euch aus Erde erschaffen und hierauf aus einem Samentropfen, hierauf aus einem Anhängsel, hierauf aus einem kleinen Klumpen, gestaltet und ungestaltet, um es euch klar zu machen. Und wir lassen, was wir wollen, im Mutterleib auf eine festgesetzte Frist untergebracht. Danach lassen wir euch als kleine Kinder hervorkommen. Hierauf lassen wir euch heranwachsen, damit ihr eure Vollreife erlangt. Und mancher von euch wird frühzeitig abberufen, und manch einer von euch wird in das niedrigste Greisenalter gebracht, so dass er nach dem vorherigen Wissen nichts mehr weiß. Und du siehst die Erde regungslos, doch wenn wir Wasser auf sie herabkommen lassen, regt sie sich, schwillt und lässt von jeder entzückenden Pflanzenart wachsen. Dies, weil Allah die Wahrheit ist, und weil er die Toten wieder lebendig macht, und weil er zu allem die Macht hat. Und weil die Stunde kommt, an der es keinen Zweifel gibt, und weil Allah all diejenigen auferwecken wird, die in den Gräbern sind. Sieht denn der Mensch nicht, dass wir ihn aus einem Samentropfen erschaffen haben, und doch ist er sogleich ein deutlicher Widersacher? Er führt uns ein Beispiel an und vergisst seine eigene Erschaffung. Er sagt, wer macht die Knochen wieder lebendig, wenn sie zerfallen sind? Sag, wieder lebendig macht sie derjenige, der sie das erste Mal hat entstehen lassen, und er weiß über jede Schöpfung Bescheid. Schau doch auf die Spuren von Allahs Barmherzigkeit, wie er die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht. Er ist wahrlich derjenige, der auch die Toten wieder lebendig macht, und er hat zu allem die Macht. Allah beruft die Seelen zur Zeit ihres Todes ab und auch diejenigen, die nicht gestorben sind während ihres Schlafes. Er hält die eine, für die er den Tod beschlossen hat, zurück und gibt die andere auf eine festgesetzte Frist frei. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Sehen Sie denn nicht, dass Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen hat und bei ihrer Erschaffung nicht ermüdet ist, auch die Macht hat, die Toten wieder lebendig zu machen. Ja, doch, gewiss. Er hat zu allem die Macht.